So, im letzten Video hast du jetzt gelernt, was Variablen sind und ich hatte dir gezeigt, was Datentypen sind. Es gibt ja in Java insgesamt 8 primitive Datentypen, die sehen wir hier oben nochmal. Und warum primitiv? Weil eben pro Variable, wie wir das hier im letzten Video gesehen haben, zum Beispiel hier Varzahl 1, nur eine einzige Information, nämlich hier die 3, abgespeichert werden kann. Doch wie kann man sich diese Variablen eigentlich bildlich vorstellen? Denn momentan steht ja hier nur dieser Name. Und wir haben gesagt, hey, dieser Name hat eine 3. Doch was kann man sich darunter vorstellen? Hier rechts siehst du jetzt eine Art Container oder Boxen. Und diese Container repräsentieren jetzt die Variable. Und wie sind wir bis jetzt immer vorgegangen? Das sehen wir hier oben. Wir haben bis jetzt immer gesagt, hey, wir haben den Datentyp festgelegt, wie hier. Wir legen den Datentyp dieses Containers fest. Dann haben wir den Variablenamen vergeben. Das ist ja hier. Und dann sehen wir das hier im Container. Die Container bekommen, jeder Container bekommt seinen eigenen Namen. Und als letzten Schritt haben wir dann hier mit diesem gleich 3 dieser Variable bzw. diesem Container einen Wert zugewiesen. Das sehen wir jetzt hier. Und wenn du das jetzt mit der linken Seite vergleichst, dann siehst du, dass jede Variable hier Varzahl 2, Varzahl 3 oder Varzahl 4 auf der rechten Seite einem Container entspricht. Und in der Programmierung nennt man nämlich diese erste Zuweisung von einem Wert in eine Variable, den nennt man Initialisieren. Das habe ich nochmal hier oben hingeschrieben. Und dann hatten wir zum Beispiel hier unten Varzahl 1, also dieser Variable, einen neuen Wert zugewiesen. Das wäre dann dieser Container hier. Momentan ist ja noch die 3 da drin. Das ist ja hier aus dieser ersten Zeile, wo wir die 3 in diese Variable bzw. in diesen Container gepackt haben. Und hier unten weisen wir jetzt dieser Variable einen neuen Wert zu. Also ist jetzt die 3 aus dem Container verschwunden und stattdessen haben wir jetzt eine 5 dort stehen. Hier oben habe ich das nochmal hingeschrieben. Also der erste Schritt, was machen wir? Wir sagen, welchen Datentyp wir haben möchten. Hier in unserem Beispiel ist das jetzt ein Int und Int war für Ganzzahlen zuständig. Dann müssen wir einen Variablenamen vergeben. Das haben wir hier mit Varzahl 1 gemacht. Immer dran denken, Variablen werden am Anfang immer klein geschrieben und immer diese Camel Case, hier vorne sieht man das ganz gut, diese Kamelhöcker-Schreibweise beachten. Dann haben wir hier mit diesem Gleichzeichen einen neuen Wert zugewiesen und denkt an das Ende, am Ende dieses Semikolon, das ist ja die Syntax von Java, die das so vorschreibt. So, und warum sind diese Container eigentlich verschieden groß? Ich hatte das ja mal in dem Video zu Datentypen erwähnt, dass die verschiedenen Datentypen verschieden viel Speicherplatz im Arbeitsspeicher brauchen. Und deswegen sind diese Container jetzt hier bildlich entweder kleiner oder größer dargestellt. Aber im reellen Programmieren später dann interessiert uns im Endeffekt gar nicht, wie viel Speicherplatz die brauchen, weil bei heutigen Arbeitsspeichergrößen ist das eigentlich nicht relevant. Aber das ist schon mal nicht schlecht, so im Hintergrund zu wissen. So, und am Ende wiederhole ich nochmal ganz kurz, was du jetzt gelernt hast. Du weißt noch, dass der Datentyp eben den Typ der Information angibt. Und diese Information können wir ja in einer Variable abspeichern. Und diese Variable, hast du jetzt gesehen, kannst du dir vorstellen, wie so ein Container. Wir deklarieren, so nennt man das, diesen Container mit einem Datentyp, hier in diesem Fall Beispiel mit einem Int, was für eine Ganzzahl spricht. Und wir deklarieren diese Variable mit dem Namen Varzahl 1. Das heißt, dieser Container heißt jetzt Varzahl 1. Das sehen wir hier. Wie wir diese Variable erstellt haben. Wir geben immer den Datentyp an, dann den Variablenamen und dann machen wir diese Zuweisung hier. Und diese erste Zuweisung, was wir hier haben im Programmcode, nennt man im Programmieren Initialisierung. Wir initialisieren quasi diesen Container mit einem Wert. Und warum nennt man das Initialisierung? Weil er zu Beginn der Deklaration, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Variable speichern vom Typ int, ja gar kein Wert drin ist. Und erst bei der ersten Zuweisung initialisiere ich diesen Container mit einem Wert. Und später dann, wenn wir zum Beispiel hier bei Varzahl gleich 5 einen neuen Wert in diesen Container speichern wollen, nennt man das Ganze Zuweisung. Und warum Zuweisung und nicht mehr initialisieren? Naja, weil diese Variable bzw. dieser Container jetzt schon erstellt wurde. Und was du dir dann noch merken solltest, ist, dass die Variablen, wie gesagt, immer klein geschrieben werden am Anfang. Und diese Camel Case Schreibweise, dass du hier an diesem Highscore-User ganz gut siehst. So, und im nächsten Video möchte ich dir dann zeigen, was Strings sind. Das ist nämlich quasi ein komplexer Datentyp.
Und ein komplexer Datentyp, das werden wir dann gleich sehen, kann eben aus mehreren primitiven Datentypen bestehen.